Heidi ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Ark hier auf dem Cloud Server. Und heute zeige ich euch mal, wie wir Eisenfarmen hier beim Dark Force beim Dark Force Stamm. Und zwar machen wir das mit dem Quetz. Oh ja, Quetz, klar. Nö, wir machen das mit 3 Quetz. Ja, meine Jungs haben mal ein wenig übertrieben. Wir haben jetzt 3 Quetz. Die schweben da so lustig durch die Gegend. Wir haben einen mit grüner Frisur, einen mit roter und einen mit blauer. Hier, dieser gute. Level 92, Level 67 und Level 57. Aber geht ganz gut ab. Was halt wichtig ist, wenn sie so hintereinander fliegen, dass man die Folgedistanz auf hoch stellt. Weil sonst backen die immer wieder fest. Ich habe bewusst keine so Steinklopfer-Dino mitgenommen, denn das ist unnötiges Gewicht. Ich kann auch so das Metall klopfen. Hier ist genug, auch wenn man mehr mit dem Tier rausbringt, aber so viel Zeit muss einfach sein. Und ich wollte auch sowieso nebenbei noch erzählen, was gestern abging. Ich wollte mir gestern noch für den Tribe 3 Alos holen und war folgendes, dass ich zu einer Stelle geflogen bin, dann war der Quetz müde, ich stieg ab in der Luft, dann kam ein Agent Davis und ging auf den Quetz los, der Quetz verteidigte sich natürlich und ich fiel ins Wasser. Ein Karno kam auf mich zu, schlug auf mich ein, den konnte ich betäuben, ich hatte Betäubungsmunition drin, der lag dann flach, kamen noch 2 Skorpione an, einen habe ich erlegt, der eine ist mir gefolgt, dann wurde ich bewusstlos, dann kam ein Säbelzahntiger, hat mich aufgefressen. Okay, wieder zurück an der Base, ein Tribe-Mitglied hat mich gleich mit dem Argent Davis geschnappt und mich wieder an diese Stelle gebracht. Okay, das Spiel beginnt wieder. Wir haben dann zusammen die Viecher getötet, der Argent Davis hat überlebt, der hat gut gekämpft und gut, passt. Ich hatte meine Sachen wieder, also ein Stück weiter vorgeflogen und da waren dann so 4 oder 5 Alos. Ich wollte sie einfach alle zusammen betäuben und alle zugleich tamen. Und ja, was war? Ich flog vom Server aufgrund meines Internets und das heißt, man fliegt vom Quetz. Das heißt, der Quetz geht auch runter und unten die 4, 5 Alos. Also man hat noch gehört, kurz bevor ich draußen war, dass die Alos gekämpft haben mit dem Quetz und dann war bei mir Sense. Bin natürlich wieder so schnell wie möglich eingestiegen, habe mir ein Fluggerät besorgt von der Base und bin wieder zu der Stelle geflogen. Jo, der Quetz war in der Luft, die Alos waren am Boden und sie haben auch nicht mehr gekämpft. Ich weiß nicht warum die aufgehört haben zu kämpfen. Aber Quetz hat es überlebt, meine Sachen waren halt allerdings weg. Gut, gibt Schlimmeres. Was soll man machen? Und wundert euch nicht, für was nimmt er die Steine mit? Ich brauche die Steine. Wir brauchen in der Base massig an Stein. Und bei uns in der Base unten sind nicht so viele Steine. Aber warum gehe ich so weit für Metall? Es gibt doch hier auch Metall. Bei uns unten in der Base sind nicht so viele Steine. Also, ich nehme die mit. Auch wenn es ein weiter Weg ist, aber ich nehme die Beinhaut mit. Muss man doch. Kann doch dann nicht das Zeug verschmeißen unten. Oh, Scheiße, ich brauche Stein. Ja, macht keinen Sinn. Nächstes Thema, der Titano. Was ich in den Kommentaren so gelesen habe. Und Scheiße, ich habe schon wieder den Gruß vergessen. Heute grüßen wir einfach mal den Uwe Busch. Hi, Uwe. Einfach so. Uwe kommentiert schon so lange und ich habe den noch nie gegrüßt. Heute wird mal Uwe begrüßt. Okay. Ja, zum Titano. Und bitte frag nicht, kannst du mich grüßen? Ich mache das quer durch die Bank. Zum Titano. Ihr habt viel geschrieben. Zahlt sich eigentlich nicht aus, den zu tamen. Denn er lebt nur 24 Stunden. Oder manche schrieben auch 16 Stunden. Weiß jetzt nicht ganz, was stimmt. Aber egal, ob er 16, 24 oder 48 Stunden überlebt, es macht keinen Sinn. Ich pulver da doch nicht Raketen oder Stein blablabla rein wie ein Blöder, für das, dass ich dann einen Tag so Vieh habe.
So, Sattel brauchen wir nur ins Inventar packen. Wenn er bewusstlos ist, dann wäre er auch schon gezähmt. Aber bringt das Ding bewusstlos? Mit Raketen gegen die Birne und so weiter? Nee. Ich glaube mal, das steht nicht dafür, oder? Kann ich mir eigentlich was Besseres vorstellen. Also da ist mir die Zeit und das Material zu schade. Nur für so ein Riesengerät, was bringt ja nicht viel. Wäre es geil gewesen, wenn das so fix dem Stamm gehört hätte, wie auch der Titano. Dann wäre das eine coole Aktion. Aber für so ein Leasing-Ding, das nur einen Tag hält. Nö, 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 nö. Da sparen wir uns, glaube ich, die Kräfte auf und schauen, dass wir mit unserer Base weiterkommen, denn mit der Base sind wir eh weit hinten im Vergleich zu anderen. Zumindest ich für meinen Teil. Ich habe jetzt auch schon angefangen mit meiner Blatthaus-Form. Plattformhaus. Baumhausplattform. Und ja. Ich brauche was Eigenes. In der Mitte drin habe ich mit meinem Stamm so besprochen und ausgemacht. In der Mitte ist für alle da. Sprich, was da in den Kästen so ist, da kann sich einfach jeder bedienen. Problem war jetzt nur, ich wohnte in der Mitte. Sprich, alles von meinem Zeug. Hat ja auch gepasst, haben sie nehmen können, wie ihnen gerade danach war. Es passt ja auch so. Die Mitte sollte für alle da sein, wo wir einfach den Industriegrill dann haben, den baue ich heute auch noch auf und so weiter und so fort. Da kann jeder was beisteuern, da kann jeder was rausnehmen. So, glaube ich, fahren wir ganz gut und so wird das auch passen. Aber natürlich, wenn man noch kein privates dummes Ziel hat, ist das ein bisschen scheiße, ne? Weil man einfach, ja, sein Zeug hat nie eine Ruhe. Wer eine Spitzhacke braucht, nimmt sich dann natürlich deine Spitzhacke. Nicht so cool. Aber gut, jetzt baue ich mir mein Baumhaus und nebenbei ein bisschen in der Mitte weiter. Damit ich auch mal meine Sachen verwahren kann, weil ich habe gerade davor im Chat mit den Jungs geschrieben und gesagt, hey, ich bin der Meinung so, die Privathäuser sind für jeden das seine, da hat keiner was drin verloren und in der Mitte kann man alles reinpacken, wo man sagt, gut, das kann eigentlich der ganze Tribe verwenden, wie er will, dann kann man das in die Mitte packen und auch eben der Industriegrill, wie schon erwähnt, kommt in die Mitte mit Benzin ausgestattet, dann fetzt das. Okay, ich würde sagen, ich fahre hier noch ein bisschen und hole euch wieder dazu, wenn ich auf dem Rückweg bin. So, wir sind auch gleich wieder zu Hause. Die Quets sind auf hoch geschalten, aber ihr seht selbst, die picken dir an den Arsch, das ist unfassbar. Und ja, falls ihr euch jetzt denkt, wir waren auf dem Berg und jetzt fliegt er noch runter, Kackfolge. Ja, es ist ein Let's Play und im Let's Play gibt es auch mal solche Folgen, wo keine Action dabei ist, wo man einfach farmen geht. Es ist so. Viele sagen, ey, ja, farmen gehört dazu. Viele sagen, geh das zähmen, geh das machen. Es ist so, wir probieren eh ein Mittel zu finden, das für alle was dabei ist. Aber bei einem täglichen Let's Play kann man nicht jede Folge Action haben. Ich glaube, das versteht jeder. Ich hatte mich heute da gerade mit Bobby drüber unterhalten. Und ja, es muss natürlich auch solche Folgen geben. Und die sagen, du warst den ganzen Tag nur auf dem Berg. Es war kein Berg, es war ein Vulkan. So viel zu dem Thema. Aber die das sagen... haben schon lange abgeschaltet. Okay, wir sind wieder zu Hause in unserer Base und ich kann euch noch etwas zeigen. Als besonderes Schmankerl für die Leute, die jetzt schon, ja, bei euch sind es 11 Minuten, bei mir 26 Minuten, also es geht recht fix mit den Eisen abbauen. Wir schauen auch gleich, wie viel wir haben. Und ja, ich will euch Muscle Dummies 2 steht auch hier. Ich will auch zeigen, wie viel Eisen wir haben und ich will auch zeigen, was ich gestern noch so gemacht habe. Auf den nächsten Freund warten wir noch. Gehen wir mal auf alle anhalten, weil das sollte er da oben eh nicht hören, oder? Ist er da oben überhaupt? Haben wir den jetzt schon wieder vergessen, oder? Ja, ja, der ist etwas zu voll. Ah, falsch. Der ist etwas zu voll, der gute Freund. Und was ist denn heute los? Verdammt. Ach ja, ich habe ein neues Haustier. Das hat sich gestern so ergeben. Und zwar ist das mein Freund, der Sweetie.
Ja, ist Zwiti. Passender Name, den kann man sich auf die Schulter hocken. Aber den Quetz, den werden wir holen müssen. Und für das nehmen wir Muscle Davis. Hey! Hello, my friend. Wo ist unser Quetz? Gehen wir mal schauen, wo der geblieben ist. Irgendwo da oben muss er ja sein. Und wieder weg zurück. Juhu. Ja, den zu voll machen ist. Zu voll machen ist keine so gute Idee. Frage ich mich nur, wo der geblieben ist. Ausdauer geht ja bei den Dinos, wenn sie so folgen, glaube ich, nicht runter. Da oben ist er. Ja, komm schon, mein Freund. Du bist aber langsam. Aber, also er hat die Distanz auf hoch. Sehr, sehr hoch. Okay. Dann ist er eh schon bald zu Hause. Das trifft sich gut. Dann können wir das Eisen rausschmeißen und mal schauen, was die Ausbeute so ergeben hat. Nö. Ich wollte eigentlich hier rein. Ba, 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 ba. Und du gehst Geschwindigkeit. Du bist mir zu... Na! Ich bin auf Nahkampfschaden gegangen. Scheiße! Zu schnell gedrückt. Ja, ich spiele auch heute, falls es euch aufgefallen ist, ich spiele heute mit der Pro. Weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber heute mal mit der Pro, denn die alte PS4 wird gerade im Wohnzimmer gebraucht und deshalb heute mal mit der Pro. Okay, ich hoffe, er kommt. Alter. Ist er echt so langsam? Ich bin mir nicht sicher, ob er echt einen Weg alleine findet, wenn er die Sicht zum Häuptling verliert, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin mir da absolut nicht sicher, ob er einfach so dann irgendwann reinkommt. Ach, da ist er. Ja, komm schon, mein Freund. Du hast es gleich geschafft. Aber unser Muscle Davis 2 ist, sage ich mal, ein schöner Vogel. Ist wirklich ein schöner Vogel. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Okay. Gut, hat er was schon geschafft, ne? Hätten wir das geschafft? Du bist nah genug am Futtertrog? Ja. Und da kommt unser Quetzel. Schöne Sache, schöne Sache. Und es wird dunkel, das heißt, wir stellen den Gammer hoch. Gamma. Und Safe Exit. Gut. So, zieh mal runter und du landest, gibst es auch eine Ruhe. Alle anhalten. Okay, ich packe das jetzt alles für euch in die Kiste. Und wir sehen uns wieder gleich wieder. So Leute, jetzt alles verräumt und durchgezählt. Und durchgezählt, alles verräumt. Wir haben 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, 600, 800, 2000, 200, 400, 600. Also 2668 Mal Medaille. Das bedeutet, wir bekommen 1300 Medaillebarren raus. Aus einmal fliegen. Das ist schon geil. Hatte ich eben gestern genauso gemacht. Nicht nur hier, ich hatte mehr Schmieden im Gang. Und Schmelzöfen, Entschuldigung. Und habe mir dann was gebaut. Natürlich war ich auch wieder bei den lieben Biebers in der Nachbarschaft. Also rund um. Alle Biberstämme geplündert. Auch im Paradies. Ich komme weit rum. Ja, ich mag das gerne. Und ihr seht unten die Sichel. Ich brauchte natürlich auch Fasern. Und zwar für mein Privathaus. Mein Privathaus entsteht hier. Ja, der Sari hat sich da eine Metallbaumhausplattform gebaut und hier unten auch schon mal Metallfundamente und Metalldecken. Komischerweise hier mittig drinnen ging das Fundament nicht. Höhenmäßig hätte es eigentlich gepasst, aber ist ja auch egal. Wir schauen mal kurz rauf. Nice. Schmeole am Baggersee. So. Hier sind wir auf der Metallplattform. Ihr hört's? Dong. Hier oben will ich mich häuslich niederlassen. Ich find's geil, weil ich habe die... Ich habe die ganze Base im Überblick. Das ist schon fett. Das gefällt mir gut. Und hier unten, Hashtag Boy, reiß das ab oder ich mach's. Wirklich. Das ist so scheiße. Schau mal,
Da bauen wir und da stehen diese verkrackten Strohfundamente. Für was? Für was soll das gut sein? Das bringt nichts. Null, es bringt etwas und zwar, ich zeig's euch. Runterklettern. Ich zeig's euch. Ah, oh, Metallplattform, geil. Ja, ich will da ein fettes Baumhaus raufbauen, aber ich muss erst schauen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar bringt es das, dass ich hier zum Beispiel nichts mehr platzieren kann, weil diese Ecke ist schon wieder zu nah an den Kackhaufen da unten. Hey, bitte. Wir bauen da unsere Mauer noch rum, also das kommt weg und sonst mache ich es weg. Ist mir auch egal. Ja, ich kann das. Okay, also es wird so passieren, dass eigentlich, es hat ja im Prinzip jeder seine gezähmten Dinos vor der Haustür stehen. Ah, ich kann heute nicht mehr sprechen. Vor der Haustür stehen. Sprich, da ist ein Rex und so weiter und so fort. Und hier auch und so weiter und so fort. Und der Giga steht so frei rum. Das waren wir alle gemeinsam. Und die Quecks stehen auch alle da unten, weil das waren ja auch alle gemeinsam oder halt ein paar. Okay. Ich will hier natürlich auch einen kleinen Platz haben. Für ein kleines Privattierchen, sage ich jetzt mal. Wird aber nichts viel sein. Wird am ehesten nur mein Argentavis sein. Denn den will ich gerne bei mir haben. Falls ich auf die Map joine, will ich losstarten können. Und nicht, dass der irgendwo in Gebrauch ist. Das ist nicht so, dass meine. Aber ist kein Problem. Ich mache hier das kleine Gehege für ihn. Und ja, hier drunter werde ich so ein bisschen nichts Extrix reinbauen. Und oben aber mein Wohndomizil. Und das will ich richtig fett ausbauen. Muss nur schauen, wie ich es am besten mache, dass ich echt die Plattform nutzen kann. Durch die Form etwas schwierig, aber wir werden es sehen. Okay. Also, sorry, wie gesagt, war heute nicht. Oh, ich habe Durst. War heute nicht so spannend. Wie gesagt, es ist ein Let's Play und es muss auch solche Folgen geben, wo man einfach mal etwas farmen geht, etwas quatscht und gut ist. Jetzt schauen wir noch schnell zum Giga. Was der sagt, hungertechnisch. Weil wenn der Hunger kriegt, will ich nicht in der Nähe sein. Ach, den haben sie gut bestückt. Das passt. Du hast ein Level up. Nice. Das können die Jungs dann machen. Die können sich den Giga gestalten, wie sie wollen. Ja, hallo du. Er ist ein sehr aufmerksamer Freund. Wenn er weggeht. Ja. Und uninteressant. Geht man hin? Hallo! Mir wäre heute noch ein guter Name für ihn eingefallen, weil die Jungs haben ihn noch nicht umgetauft. Ich wäre für den Namen De Facker. Ja, ich weiß, es ist eine Frau, aber De Facker? Passt für alles. Und warum De Facker? Weil er einfach alles den Erdboden gleich macht. Er bügelt. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder hoffentlich bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.